Es gab es ja sehr viele Menschen, die da eben auch beherzt eingegriffen haben. Wie wird deren Rolle jetzt in der Stadt beurteilt, der Helfer? Ja, es gibt wirklich diese Helden von Würzburg und ich konnte mich gestern mit einem dieser Männer unterhalten, ein 42-jähriger Iraner, der hier sehr beherzt auch eingegriffen hat. Wir hatten uns die Möglichkeit, mit ihm auch vor der Kamera zu unterhalten und hören mal rein, was er gesagt hat. Es sind die Minuten, die Tia Rabieh zum Helden machen. Mit bloßen Händen und einem Rucksack stellt er sich dem Angreifer in den Weg, versucht ihn so abzulenken, aufzuhalten. Der 42-Jährige musste einfach eingreifen, sagt er, als die Gefahr vorbei ist. Ich habe gesehen, wie der Täter auf einen sitzenden Mann eingestochen hat. Da musste ich etwas machen. Ich habe dann überlegt, wie kann ich gegen ihn antreten? Ich hatte doch nur einen Rucksack dabei. Dann kamen zum Glück auch noch andere Leute dazu. Es ist ein Einsatz, bei dem der gebürtige Iraner sein eigenes Leben riskiert. Er war im 1 gegen 1 gegen ihn. Das, was nicht auf dem Video zu sehen war, er ist ausgerutscht, weil es geregnet hat. Es war rutschig. Er ist ausgerutscht, ich habe es gesehen. Ich schaue ihm in die Augen, wie er am Boden liegt. Und ich habe gesehen, wie schon sein Leben an ihm vorbeizieht. Er hatte wirklich Todesangst und zwar sehr. Und dann kam der Attentäter, hat irgendwie daneben gestochen und er ist dann aufgestanden und weggerannt. Andere Passanten eilen Tia Rabieh zu Hilfe. Mit Holzlatten und Stühlen versuchen sie, Abdirahman J. abzudrängen. Elvis Dick schnappt sich ein Baustellenschild, um den Angreifer abzuwehren, um weiteres Unglück zu verhindern, bis die Polizei kommt. Ich habe es geschafft, mit dem Schild ihn irgendwie davon wegzulocken, ihn abzulenken. Auf uns zu fokussieren. Genau, auf uns zu fokussieren. Und dann ging dieses Katzenmaus-Spiel los. Ja. Ohne Helden wie sie hätte der Angreifer vermutlich noch mehr Opfer gefunden. Und so mischt sich in die Trauer um die Verstorbenen und Verletzten großer Respekt für den selbstlosen Einsatz. Ich bin sehr stolz auf die Bürger, wie viel Zivilcourage die gezeigt haben. Ich habe mich bei jedem Einzelnen bedankt. Auf jeden Fall gebührt denen alle Ehre dieser Welt, weil vielleicht wäre es noch schlimmer gekommen, wenn Leute nicht eingegriffen hätten. Also mein größter Respekt vor denen. Ich wüsste nicht, wie ich reagiert hätte. Ob Tia Rabieh, der vor 18 Monaten aus dem Iran nach Deutschland kam, wieder so handeln würde? Gerne. Ja.